Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, einfach Chadi. Heute, ja, ein sehr ungewohntes Bild von mir, weil ich eine Brille anhab. Ich eine Brille trage. Die Brille trage ich meistens, also ich trage die Brille eigentlich nur beim Videoschneiden. Weil das halt, ja, man sitzt halt konzentriert 1, 2 Stunden am PC, guckt da so rein. Ist nicht einfach. Und das ist auch das Thema, worauf ich heute eingehen möchte, dass das alles überhaupt nicht einfach ist. Ich habe schon wieder das Mikro vergessen, ich schwöre. Welche Karte nehmen wir? Okay, wir nehmen mal die Speicherkarte. Okay, Mikrofon ist da. Ja, also das Thema, worauf ich heute eingehen möchte, ist 24 Stunden YouTube. YouTube hat mein Leben im Griff. Ich erzähle euch mal kurz meinen Tagesablauf. Und zwar, wenn ich jetzt aufstehe, keine Ahnung, 11 Uhr etwa, 11, 12 Uhr stehe ich auf, weil ich halt relativ spät ins Bett gehe, meistens so 4, 5 Uhr morgens. Und das erste, was ich mache, ist erstmal das Handy in die Hand nehmen, Nachrichten checken, Statistiken checken, Abonnenten checken, was so auf YouTube passiert ist, welches Video gut ankam, welches Video jetzt in der Zeit nicht das gewünschte an Klicks erzielt hat. Bei Daumen runter und hoch ist es, wie gesagt, egal. Hauptsache, ihr gebt einen Daumen. Und dann überlege ich mir so, okay, ich bin jetzt wach, habe meine Sachen gecheckt, setze mich jetzt vor die Kamera, drehe etwas oder fange an, noch was weiter zu schneiden, was ich in der Nacht nicht mehr geschafft habe. Und das war halt zum Beispiel gestern der Fall. Ich kam nach Hause, ich habe mich so ein bisschen YouTube-technisch gesehen ausgelaugt gefühlt. Wenn ihr jetzt in meine Bude guckt, hier, ich komme nach Hause, Red Bull. Wenn ihr jetzt hier reinguckt, auch voll Red Bull. Da kommen die drei Dosen jetzt auch noch dazu. Einfach nur Red Bull. Und ich komme nach Hause, ich bin so, keine Ahnung, 2 Uhr die Nacht etwa zu Hause, setze mich da an den Laptop. Ich denke mir dann so, okay, vielleicht fange ich dann in der Nacht an, schon mal was zu schneiden, kann ich es über Nacht formatieren lassen. Und am nächsten Tag ist es fertig, ich lade es hoch, stelle es auf privat, gezielt auf 18 Uhr und fertig, das war's. Aber gestern war es zum Beispiel nicht der Fall. Ich habe ein Fortnite-Video gedreht am Mittag, gestern Mittag. Und ich hatte Spaß dran. Ich habe gespielt, habe gedreht, habe erzählt. Dann kam ich nach Hause, habe mich dann wieder vor den Laptop gesetzt und war einfach so. Ich dachte mir so, komm, erstmal zum Runterkommen eine Runde Fortnite spielen. Ich habe mich dann so in das Spiel vertieft und ich hatte nicht so den Drang, nicht so den Wunsch, jetzt, okay, jetzt noch Gas geben und ein Video schneiden und es ist morgen online. Nein, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, bin ich bestimmt schon seit 3 Wochen jeden Tag am Videos hochladen. Ich werde es weiterhin machen. Ich will in diesen Algorithmus. Es wird Zeit, dass ich in den Algorithmus komme. Es wird Zeit, dass die Mehrheit da draußen was von mir mitbekommt. Es ist der Traum, die Spitze des Traumes ist es, großer YouTuber zu werden. Eine Stufe höher ist halt Schauspieler zu werden. Deshalb habe ich halt mit dem Ganzen angefangen. Und oben anzukommen, das wäre ein Traum. Aber der Weg ist, finde ich, auch Traum genug, weil okay, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meinen Traum lebe, weil ich bin nicht immer auf Events eingeladen. Ich wurde bis jetzt, glaube ich, auf 2 Sachen eingeladen, obwohl ich YouTube seit 3 Jahren mache, inklusive Facebook. Facebook habe ich schon 2 Jahre vorher angefangen mit meiner Facebook-Seite. Steht auch unten in der Infobeschreibung. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, Leute, wenn ich zum Beispiel an der Arbeit bin, an der Arbeit mache ich nicht viel mit YouTube. Das Einzige ist halt, ich überlege mal kurz, okay, ich habe jetzt das gedreht. Wenn ich nach Hause komme, schneide ich das. Vielleicht überlege ich mir dann noch was ich morgen früh drehen könnte. Ab und zu habe ich ja auch so ein bisschen kurz Pausen, wo ich dann halt mit meinen Leuten, die in YouTube-Business drin sind, mal schreibe. Puh. Und wir halt zum Beispiel den nächsten Tag planen. Es tut mir jetzt auch leid für meinen Designer. Ich habe ihm gesagt, okay, ich werde jetzt über Nacht das Fortnite-Video schneiden, weil gedreht war es ja und das Thumbnail wird dies und das sein. Und dafür braucht er jetzt kein Bild von mir, sondern kann sich die Bilder aus dem Internet ziehen. Aber das Video fällt heute leider ins Wasser. Ich werde jetzt einfach dieses Video. Ich sag's euch, ich bin jetzt. Also körperlich bin ich fit. Aber so, kennt ihr so, wenn einem der Saft fehlt? Jetzt. Oder sagen wir es mal so, YouTube nimmt zu viel Platz ein in meinem Leben. Mit dem Kopf bin ich oft mit YouTube beschäftigt. Körperlich ist das ja keine Arbeit. Ich sitze hier, drehe mein Video, schneide es im Sitzen. Okay, das geht zwar vielleicht irgendwann in den Rücken. Ich habe auch keinen Ausgleich, weil ich keinen Sport mache. Mir fehlt Zeitmanagement. Nee, eigentlich nicht. Zeitmanagement habe ich. Ich mache auf, check meine Sachen, drehe ein Video, schneide es, mache mich fertig für die Arbeit und ciao. Aber irgendwie fehlt mir die Disziplin, es zu halten. Also die Disziplin, es durchzustehen.
Vor allem jetzt demnächst beginnt auch mein Umzug. Nächste Woche wird's rasant. Nächste Woche Umzug. Ich weiß nicht. Ich werde vermutlich meinen Laptop in eine Tasche stecken, die Kamera dazu. Die Softboxen kommen mit dem Transporter weg. Und so, dass ich zumindest noch den Schreibtisch habe, meinen Laptop habe, die Kamera habe und einfach irgendwas schnell drehen oder erzählen kann, wie ich es jetzt tue. Wenig schneiden, formatieren, hochladen. Ciao. Dass ich halt trotzdem jeden Tag Videos hochlade und trotzdem die Möglichkeit noch aufrechterhalte, in den Algorithmus zu kommen. Ansonsten, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr mich mit der Brille findet. Und wie gesagt, mir fehlt zwar für YouTube ab und zu mal der Saft, aber ich bin immer noch der Alte. Ich habe jetzt keine psychischen Schäden oder so. Aber vielleicht ein bisschen ADHS, ja, deshalb mache ich das ja alles. Aber es ist so, meinen Humor behalte ich weiterhin. Meine körperliche Kraft, die ist auch noch da, weil ich genug schlafe. Zwar ist mein Schlafrhythmus jetzt komplett anders als die anderen. Ich gehe um 4, 5 ins Bett und wache um 11, 12 auf, ohne Wecker. Das ist eigentlich okay. Und gehe auch arbeiten. Meine Lebensuhr hat sich einfach so etwa 6 Stunden in die Nacht versetzt. Das heißt, ich wache nicht um 5 auf, sondern um 12. Gehe nicht um 12 Uhr oder davor arbeiten, sondern teilweise 18 Uhr. Und ich gehe nicht um 11, 12 ins Bett, sondern um 5, 6 teilweise. Und das ist auch, das hat aber auch schon damals angefangen. Ach, ich laber wieder schon zu viel. Check das Video ab, check meine letzten Videos ab, check Fortnite ab, check damit du Cosita ab. Ich habe viel Hoffnung in das Video. Ich habe Hashtags benutzt, die, ja, finde ich gut waren. Ich habe die Hashtags analysiert, wie oft sie benutzt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in den Trend zu kommen. Ich war bis jetzt, glaube ich, zweimal in den Trends und diese zwei Videos haben über 70.000 Klicks, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch unter 5.000 Abonnenten hatte. Das ist schon brutal. Das ist das 400-fache. 1400-fache. Ja, genau so ist es. Jo, checkt das Video ab, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Lasst mir ein Abo da. Wenn ihr bis zum Schluss geschaut habt, schreibt in die Kommentare. Hashtag ADHS Family. ADHS ist der Squad. Peace. Yeah.